Yo Leute, was geht ab? Team Bubble hier, heute mal wieder mit einem Tipps und Tricks Video. Zwar diesmal zu Necros, ein kleiner Tipp. Das ist ein relativ starker Spielzug, den nicht alle kennen und der halt Kartentext oder Kartenregeln, ich weiß nicht genau, wie ich das nennen soll, ausnutzt. Also werdet ihr dann später sehen. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant, sehr nützlich für alle Necros-Spieler. Und der Tipp ist jetzt so pro, dass nicht mal Team Ragnarok den in ihrem Necros-Combo-Video hatte. Shoutout an die, an meinen Kumpel Dennis. Falls ihr noch andere Combo-Videos von Necros sehen wollt, ein paar Basis-Spielzüge, könnt ihr sein Video gerne abchecken. Link ist dann in der Beschreibung. Ansonsten kommen wir auch schon zu dem Move. Und dazu braucht ihr halt ein Unicorn und ein Cycle auf der Hand, was halt nicht schwer ist. Alles super in dem Deck. Und dann halt ein Manju oder Senju auf dem Feld. Dann aktiviert ihr einfach nur Cycle, ganz normal. Aber schmeißt halt Unicorn ab für die Kosten. Und dann specialt ihr aber Unicorn wieder aus dem Grave, weil ja Cycle aus dem Grave specialen kann. Sprich, mit dem Move könnt ihr den Unicorn einfach abwerfen und dann gleichzeitig specialen und habt euch sozusagen die Abwerfkosten gespart. Und was hat Manju und Senju jetzt auf dem Feld damit zu tun und wie ist das eigentlich möglich? Und zwar aktiviert ihr ja den Cycle und theoretisch gesehen mit der Absicht, den Unicorn aus der Hand zu specialen, indem ihr Manju und Senju auf dem Feld tributet. Aber da ja das keine Kosten sind und das alles nacheinander aktiviert wird, könnt ihr zuerst Unicorn von der Hand opfern, dann geht es in den Grave und dann könnt ihr und dann wählt ihr halt erst ein Ziel aus und specialt halt dann den geopferten Unicorn aus der Hand direkt wieder aus dem Grave. Und das geht halt, solange ihr ein anderes legales Ziel auf dem Feld hättet, dürft ihr ja theoretisch diesen Cycle einfach so aktivieren. Und was nach der Aktivierung passiert, könnt ihr halt selber entscheiden, weil ja bei der Aktivierung man nichts wählen muss und auch keine Kosten zahlen muss, was halt der Vorteil ist bei Necros. Und dadurch habt ihr halt dann ein Unicorn auf dem Feld und ein Manju und Senju, mit dem könnt ihr halt direkt auf Lavabel Chain gehen oder sowas und habt halt den Unicorn für umsonst gespecialt. Ich hoffe, ich habe das richtig erklärt. Ich hoffe, das hat euch geholfen, war nützlich. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren, checkt unsere anderen Videos ab und ciao.